So kann man ganz einfach und kostengünstig das Wasser aus den Leitungen entfernen. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, wir haben unseren Camper jetzt das dritte Jahr und wie immer steht bei diesen frostigen Temperaturen da draußen das leidige Thema an, winterfest machen und Frostschäden vermeiden. Da ich mir irgendwie nie merken kann, was muss ich zuerst machen, was muss ich überhaupt machen, habe ich mir jetzt mal eine Checkliste erstellt mit Punkten, die ich abhaken kann, so kann ich nichts vergessen, quasi eine Frostschädenvermeidungsroutine. Und da ich keinen Bock habe, mich tagelang damit zu beschäftigen, dauert diese auch nur 15 Minuten. Alles dazu in diesem Video. Viel Spaß! Es genügt nicht einfach, das Ventil des Frischwassertanks zu öffnen und das Restwasser abzulassen. Dadurch wird zwar der Tank entleert, aber nicht das gesamte Leitungssystem und die Armaturen. Daher ist es ratsam, hier systematisch vorzugehen. Als erstes sollte das gesamte Bordnetz am Kontrollbord abgeschaltet werden. Falls vorhanden, der Pumpschalter. Dadurch wird verhindert, dass die Wasserpumpe aktiviert wird. Wir haben bei uns drei Schalter. Einen für die Beleuchtung, einen für die Wasserpumpe und einen für das Bordnetz. Die Wasserpumpe schalte ich jetzt ab. Als nächstes legt man den Brauseschlauch in die Duschtasse auf den Boden. Anschließend öffnet man die Hähne an Spüle, Waschbecken sowie die Duscharmatur vollständig in eine mittlere Position zwischen kalt und warm. Manche Hähne sind sogar mit einem Pfeil markiert, um diese Position zu kennzeichnen. Es ist ratsam, auch die Weithalsöffnung des Frischwassertanks zu öffnen. Durch das Öffnen kann Luft eintreten, sobald die Ablassventile geöffnet werden. Dadurch wird vermieden, dass durch den entstehenden Unterdruck Wasserreste zurückbleiben. Anschließend sollten das Ablassventil des Frischwassertanks und das Frostwächterventil geöffnet werden. Falls dieses nicht schon geschehen ist, das Ventil öffnet nämlich automatisch, sobald es kalt wird. Das Frostwächterventil schützt so nicht nur automatisch den Boiler vor Frostschäden, sondern fungiert in der Regel auch als manuelles Entleerungsventil für die Kaltwasserleitungen. Hierzu wird der blaue Knebel oben auf dem Gehäuse in Längsrichtung gedreht, sodass der blaue Knopf seitlich herausspringt und das elektromagnetische Ventil geöffnet wird. Ich habe mir hier Markierungen gemacht, weil ich mir das irgendwie nie merken kann, in welcher Richtung das Ventil stehen muss. Um Wasserreste gründlich zu entfernen, ist es ratsam, den Duschkopf abzuschrauben und ihn gründlich auszuschütteln. Hierbei ist jedoch Vorsicht geboten, da sich möglicherweise ein lockerer Dichtungsring in der Verschraubung befindet, den man keinesfalls verlieren sollte. Ein weiterer Schritt zur Entfernung von Restwasser besteht darin, einen kräftigen Atemzug in den Brauseschlauch zu geben, um das verbliebene Wasser herauszupusten. Das ist auch bei den Hähnen sinnvoll, obwohl es hier deutlich aufwendiger ist, das Restwasser aus den Wasserauslässen zu entfernen. Als praktisches Hilfsmittel kann man einen Luftballon verwenden. Diesen aufblasen, über den Auslauf stülpen und dann die Luft aus dem Ballon nutzen, um das Wasser aus der Armatur und den Leitungen zu verdrängen. Ist praktisch und kostet nicht viel. Beim Entleeren des Systems wird oft übersehen, dass auch Kassettentoilette eine Wasserentnahmestelle aufweist, nämlich ein elektrisch betätigtes Spülventil. Diese Komponente ist anfällig für Undichtigkeiten durch gefrierendes Wasser, was zur unerwünschten Folge führen kann, dass nach der Toilettenbenutzung unbemerkt Spülwasser in den Kassettenschacht gelangt. Um diesem Szenario vorzubeugen, empfiehlt es sich, die Toilettenspülung mehrmals zu betätigen, bis kein Wasser mehr in die Toilettenspülung fließt. Dies erfordert natürlich eine kurzzeitige Aktivierung der Wasserpumpe bzw. des Bordnetzes. Diese Maßnahme ist essentiell, um sicherzustellen, dass keine Wasserreste im System verbleiben, die später Probleme verursachen könnten. Während dieser Aktivierung des Bordnetzes bietet sich eine weitere Gelegenheit, die Pumpe gezielt für einige Sekunden trockenlaufen zu lassen. Dieser spezifische Schritt zielt darauf ab, eventuelle Restwassermengen im System zu beseitigen. Durch diese doppelte Vorgehensweise wird sichergestellt, dass das Spülventil gründlich entleert wird und das Risiko von Wasserrückständen oder möglichen Undichtigkeiten minimiert wird. Während der Standzeit ist es ratsam, die Armaturen und Ventile zu öffnen und geöffnet zu lassen. Darüber hinaus ist es sinnvoll, die geöffneten Armaturen und Ventile in regelmäßigen Abständen zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren und keine Verschleißerscheinungen aufweisen. Diese Routinekontrolle hilft, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben, bevor sie zu größeren Schäden führen können. Ja, dann war es das mit diesem Video. Die Checkliste packe ich unten in die Videobeschreibung. So kann die sich jeder in seine Notiz-App oder was auch immer packen. Habe ich auch gemacht. So kann ich ganz einfach die einzelnen Punkte abhaken und vergesse nichts. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video.